Wunsch, dass wir eine Eigenproduktion machen zu unserem 50-jährigen Jubiläum. Und entstanden ist jetzt so, dass wir heute Abend auf der Bühne sehen, Visit Pyongyang. Und zwar war die Grundidee, dass wir uns wirklich gewünscht haben, einen Soap zu machen. Das ist eigentlich die einzige Vorgabe, die wir so hatten, ist die Idee, dass wir gerne einen Vierteiler machen möchten. An je vielleicht etwa 45 Minuten. Etwas, was sehr trashig ist, sehr schnell produziert wird. Wir haben nur pro Serie eine Probewoche zur Verfügung gehabt, also vom Budget und auch von den Räumlichkeiten, wie wir sie haben. Und das war also die Idee, dass man wirklich ganz schnell arbeiten kann und auch aktuelle Bezüge schaffen kann. Was eben nicht austauschbar ist, das ist eben die Vielfalt da bei uns, oder? Uhren und Bergen und überhaupt die Vielfalt, der Tourismus, ja nur noch vielfältiger wird. Was hier alles an Menschen zu uns hineinkommt, jetzt nur schon, ob sie Herzverträgung oder ob es noch schlechter wird, wenn das Gondel über eine Mast hineinfährt, oder wie die Smileys aussehen in ihren Telefonen, oder? Das sind doch gewaltige kulturelle Differenzen. Dass es geht darum, dass die Stadt Luzern ein Festival organisiert und dann statt illustren Gästen kommen Flüchtlinge auf der Seerose anzufahren. Das heisst, es kippt dann auch im zweiten, dritten Teil wird es ein sehr ernsthaftes Stück, aber es bleibt natürlich auch klamaukig. Es gibt dann wirklich so Wechselwirkung zwischen Humor und sehr ernsten Teilen. Das kann jetzt aber nicht sein. Sagen Sie mir, dass es nicht sein kann, dass Sie mir jetzt am Tourismusfestival hier auch noch Flüchtlinge anschleppen. Ja, guten Tag. Ich bin die Afrikanerin. Und ich freue mich ganz außerordentlich, hier in Luzern in dieser schönen Stadt zu sein. Da drüben sehen Sie, wie meine Tochter und meine 17 Brüder und Schwestern an Land kommen. Außerdem 28 Cousinen und Cousins, 44 Nichten und Neffen, 39 Onkel und Tanten, 16 Alte, 3 Jugendliche aus ungeklärten Verhältnissen und 12 Deserteure. Es ist eines der ersten Kleintheater, die es überhaupt gegeben hat. Das hat ja früher eigentlich diese Form von Theater nicht gegeben. Das heisst, es hat einfach die etablierten Häuser gegeben, Stadttheater und Spielorte für so Künstler aus dem Kabarettbereich oder eine freie Szene in diesem Sinn hat es gar nicht gegeben. Aber im Kabarett hat es angefangen. Und für die hat es eigentlich sehr wenige Spielmöglichkeiten gegeben. Es hat dann verschiedene Äras gegeben. Aber so der Geist ist eigentlich immer der gleiche geblieben. Das heisst, es ist ein Haus für Kleinkunst, für verschiedene Sparten. Also wir haben sowohl Tanz, Theater, Musik, Kabarett, Lesungen. Eigentlich ein Mehrspartenbetrieb hier.